Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir durch die Nox-Sümpfe gelatscht, haben uns von einem Miniboss hier K.O. schlagen lassen und werden von einem Troll angeguckt und ja, müssen immer noch eine Blume finden. Und da gehen wir jetzt rein, ne? In den Wald. Weil da ist die Blume. Da ist irgendein Dämon, den wir noch platt hauen müssen. Und der sieht ein bisschen aus wie ein Tales of Systeria. Aber das sage ich verdammt oft und dann ist es wahrscheinlich sowieso nicht so. Aber naja, das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus. Da muss ich da wieder so eine Kerze anmachen. Hey, hier ist ein Pilz. Boah. Finde ich gut, dass ich finde es übrigens gut, dass es hier nicht mehr so Dinge zu Entdeckungen gibt. In Graces F oder in Systeria. Da weiß ich nicht. Die manchmal zu finden war ein bisschen schwierig. Und die Normans zu finden in Test ist ja auch schwierig. Und was ist das? Zweistufige Barriere der Abteil können nicht so leicht geöffnet werden. Man kann sie mit Hilfe von Schaltern bedienen, die Barrieren des dazugehörigen Elements aktivieren. Ja, nehme ich mal an, irgendwo, ja. Okay, das sind die Zeichen aus der Systeria für die Elemente. Wasser und Feuer. Genau, Wasser war ja so ein Bogen, ne? Feuer war ein Schwert, ne? Jetzt checke ich das erstmal. Ich habe jetzt gerade dann Bogen drin erkannt in der Zeichen. Dann ist mir aufgefallen, das sieht aus wie ein Bogen. Jetzt merke ich, dass das Zeichen aussieht wie ein Schwert. Mein Gott. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Und ich habe ganz Tales of Systeria gespielt. Und da war halt ein bisschen mehr so. Mit den Elementen und so.精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ。だから必ず裏が出る。こんなことが。信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるなら、その金貨はアイゼンの器じゃよ。 ライフセットが羅針盤を持っているのも。そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証の証しのようなものだ。証？錆びないように。よく磨いておかないと。Männlichkeit in Person. Die Münze Schnitters 2. セイリョウも知らない未知の情報。よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて精霊の力がそこまで影響を及ぼすものなのですか？疑り深い女じゃのう。でもアイゼンのコインは本当に裏しか出ないんだよ。紛る。ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは？ そう来るか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが、残念ながら外れじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが、どうしてもできんかったわい。コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか。あ、これは魔王ダオス。あ、よく知ってるな。 俺はカーラン金貨ですね。本物を見るのは初めてです。遥か古代の貨幣なのについ最近作られたみたいに綺麗ですね。それには理由がある。一見柔らかい金でできているが、特殊な加工で傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する特殊な形状記憶合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そう。
Okay. Wurde Eisen sogar korrigiert. Alles klar. Oh Gott. Neue Monsters. Oh, Level 29. Ich muss ein bisschen trainieren, habe ich das Gefühl. Komm wieder. Weiß eigentlich immer noch die wenigsten Verteidigungspunkte von Eisen. Ist mal eine, das geht so nervig. Jetzt eigentlich Lähmung wieder weg. Ja, jetzt schon direkt wieder Lähmung weg. Auch nicht schlecht eigentlich. Ich muss mal irgendwann die Ausrüstungsklamotten von allen abnehmen. Um zu gucken, wie deren Basiswerte sind. Oh, Pech, schwarze Weste. Das ist gut, mir sind nämlich die Westen ausgegangen für Eisen und Roku, glaube ich, ne? So, was hat die? Was gibt die? Nicht elementarer Schaden reduziert. So, Eisen braucht viel Schadensreduktion, weil er hat wahrscheinlich die wenigste Abwehr. Habe jetzt nicht geguckt, will ich jetzt auch nicht. Okay. Da kommt sie hier, ja. Oh, war. Aha. Das ist Wagen. Was will ich doch mit euch machen? Warte, jetzt gibt's einfach Fresse dafür. Schmeißt mir doch nicht einfach zum Boden, ey. Wuff. Wuff. Du. 54, er tut 54 heilen, ey. Was ist das denn? Wir sind am Schwierigkeitsgrad? Das muss am Schwierigkeitsgrad liegen. Er kann doch nicht so wenig heilen. Wow, das könnte echt Probleme geben später im Spiel. Warte mal, habe ich jetzt von euch? Nein. Ja. Gib mir Drops. Gib mir Drops. Gib mir ganz viele Drops. Schade. Ich tue selten irgendwie was hochleveln. Das... Da kommt er. Leg mich auf! Leg mich auf! Ich kann Feuer spucken! Komm her. Gegen nichts anfällig. Oh, ich habe gerade. Ich glaube, ich habe die so nach Namen irgendwie eingeteilt. Ich habe Kata 1, 2, 3 und 4, glaube ich. Auf 3 habe ich 4, 3, 2 und 1. Genau. Voll dämlich, aber. Oh, lasst mich. Ja, schwarze Rotaugen Rokuro, ich kaputt haut. Schon mit jetzt. Mach, gib mir doch mal hier, ich muss doch mal ein paar Sachen hier leveln. Ich möchte nicht alles immer in Offscreen-Sessions hier erledigen. Ich habe schon ja jeden Charakter irgendwie so einen Titel gehen, damit die schneller was lernen. Und eigentlich nicht gehen. Ich Pech, schwarze Weste. Oh. So eine geile Kampferöffnung. Also wieder ein Mystic Art gleich voll. Also ja, schon am Seite. So, der Drop erhöht sich ja. Aua. Wenn ich. Also ich bekomme ja den Drop eher, glaube ich, wenn ich
einen bestimmten Gegner als letztes erledige. Also den Gegner, den ich verletzt erledige, von denen kriege ich dann den Drop, ne? Oh Mann. Geh weg! Hat immer jemand fern von mir. Nein, treff ihn. Sehr gut. Und nochmal den Ding kaputt hauen. Verfasster Sieg. Mir gefällt das Wort nicht. Hör auf damit. So, da war ein günstiges Aufnutzen. Hallo. Und zweimal Feuer spucken. Oh, wie viel Stoßanzeigen er bekommt. Ey. Schon gleich wieder voll, ey. Die wechseln die ganze Zeit hier mit ihrem Mystic Arts. Ja. Und gleich wieder mit der Dempsey-Rolle. Ja, ich wollte eigentlich Dings machen. Genau das. Deutscher Schulterknopf. Boah, 9000, 10.000. Was? Flieg weg, kleines Vögelchen. Weit weg. Weißt du, warum Vögel fliegen? Okay, Flammenwehr ausgezeichnet. Na, Roku, was brauchst du denn noch? Die Ringe, die geben verdammt viel Schockwehr. Schock ist ehrlich gesagt sehr nervig. Lerngeschwindigkeit von Ausrüstung, ja. Wer wird da auch gleich was? Geht so eigentlich levelmäßig aus. Magelo hinterher. Eisen ist schon verdammt weit entfernt. Sie ist noch verdammt weit entfernt. So. Die Rückkehr von Velvet. Lange ist her, da geht schon weiter, habe ich das Gefühl. Da komme ich einfach nur da runter, ne? Ja. Gut. Drohnen haben wir auch alle. Wir können sagen, goldener Pilz? Nein. Ist das ein goldener Pilz? Warum habe ich das so erstaunt gesagt? Als ob es irgendwie das Merkwürdigste in diesem Spiel wäre. さ、サレトーマって、どんな花が咲くのかな。紫色の花に赤茶色の茎や葉っぱという何とも趣味の悪い話や。サレトーマはシュミが悪い。わかった。へ、サレトーマはシュミが悪い。そういえば、サレトーマの花言葉が何か知っておるか。確か偽りの共存でしたか。花言葉まで趣味が悪いのね。 偽りの共存。<笑>今のわしらにはぴったりの花じゃのう。どうした、ライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな。エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。だよね。あ、でも、いがみ合うばかりではなく、 その共通項というか、落としどころはあると思いますけど、偽りの共存でもノープロブレムでふよ。エレノア様には僕がいるでふ。僕とエレノア様は一度は永遠を誓い合った仲なんでふから。誤解を招くような言い方はやめてください。エレノア様、そうくる。 泣くな、ビエフよ。お主にはわしがおるではないか。おお、マギルー姉さん。やっぱり僕には姉さんしかいないでふ。よしよし。わしのありがたいを思い知って、文句を言わず働くのじゃぞ。はいでふ。新しい愛を見つけるまで、そこそこ頑張るでふよ。ライフセット。偽りの共存って、ああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシー。
Genau diese Beschreibung. Aber das macht die Truppe echt interessant. Ich höre ja immer so, wenn irgendwie so Überspiel. Ich höre immer so Überspiel, dass die Hauptcharaktertruppe ja richtig gut rüberkommt. Das stimmt ja auch. Die sind alle in Ordnung bisher. Das kann ich nicht von jedem Tales of Spiel sagen. Da gibt es immer mindestens einen Charakter, den ich nicht leiden kann. Weil der irgendwie nicht so gut rüberkommt wie der Rest. Aber hier stimmt alles. Zerstören übrigens. Das ist schon gruselig. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, was das rote Ding ist. Nicht nur das, Pirat. Was haben wir denn hier? Wir haben Exorzistin, Malak. Ja, Exorzistin, Malak. Ja, Rächerin, Hexe, Kriegsdämon, Pirat. Darüber hinaus haben wir zwei Menschen, zwei Malaks und zwei Dämonen. Finde ich gut, wenn Spiele sowas machen. Okay, da ist das schon direkt. Na komm her. Ja, warum habe ich? Also das stimmt. Und die Ironie hat sie nicht eine Shockwehr ausgerüstet, ja. So eine Ironie, ey. Jemand geheilt, ausgezeichnet. Jetzt bauen wir ein SA bitte. Sehe, meine ich. Also muss ich mich ein. Warum machen die mir so einen riesigen Schaden? Ich muss mich einwechseln. Oh, geht nicht. Ich hat mir die Hauptcharaktergruppe in, boah, in Systeria nicht gefallen hat, aber Layla hat mir nicht so gefallen vom Charakter. Rose, weiß ich nicht. Je mehr ich irgendwie, weiß ich nicht, über das Spiel so herausfinde, desto mehr merke ich irgendwie, dass sie mir auch nicht so gefällt, so vom Charakter. Die Cleo hat auch nicht so einen riesigen Eindruck für mich hinterlassen. Obwohl er eigentlich auch so, weiß ich nicht. So ein, weiß ich nicht, geliebter Charakter ist mehr. Flammenwehr. Oh, die Expedition ist zurück. Geil. Keiner mehr dran gedacht. Und Soray war eigentlich auch nur der klassische Hauptcharakter. Ja, ich tue alles gut. Ich will die Welt retten. Ich bin von der herzensgute Typ, der allen helfen will und so. So. Wieder nichts Neues, Mann. Ich bin das Ding, was auch immer ich da bekomme. Ja, schon Level 10 da. Das ist eigentlich bei jedem Tales of Spiel so. Aber hier sind alle Charaktere in Ordnung. Magilo ist ja Comic Relief, der überraschend nicht nervig ist. Ich habe ja schon so ein bisschen dort von der englischen Sync gehört und Magilos Stimme ist in der englischen Synchro komischerweise nerviger als in der japanischen. Das habe ich noch nie gesehen irgendwo. Ach, guck mal, ja. Meine Mystic Arts hier einsetzen. Die werden ja so schnell wieder gefüllt, ne? Die bringt's noch nicht mal so. Nein. Sag. Weiß ich. Babels Charakter ist so ein bisschen ähnlich wie der von Mila. Allein schon hat Design auch, ne? Deswegen hatte ich Angst, dass ihr Charakter auch so ähnlich ist. Keine Ahnung, Mila hatte für mich, weiß ich nicht, wie kein Charakter.
Ja, ich bin der Herr der Elemente. Ich darf niemanden da hineinziehen. Das muss alles von mir geregelt werden. Ich möchte niemanden mit hineinziehen. Und einfach alles, um mein Ziel zu erreichen. Das ist ja eigentlich schon die Hälfte von Velvets Charakter, aber bei Mila hat es mir echt nicht gefallen irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Wer wird da so ein bisschen mehr Charakter? Mein Velvet will auch hier über Leichen gehen, ne, um jetzt hier zu erreichen, aber hier sieht man wenigstens noch ein bisschen Menschlichkeit. Bei Mila ist das irgendwie gar nicht so der Fall gewesen, habe ich so das Gefühl. Ja, eigentlich, Rokoro, du hast noch. Er hat schon was irgendwie, wenn ein Dämon irgendwie mehr, weiß ich nicht, Herz zeigt als ein Herr der Elemente. Ja, so ein, weiß nicht, so ein erhabenes Wesen ist so in der Welt von Tales of Exilia. Oh Gott, was machst du schon wieder da? Der wird direkt hier beinahe. Junge. Wir feuern all day. Aber den ganzen Tag Feuer spucken. Oh, neue Sachen bekommen. Schon wieder. Haben wir vorhin nicht irgendwie so, wird bloß nicht so wie der Ausrüstungskurator. Oder wie war das? Wo ist es? Okay, da. Von der Ausrüstungszeile 100. Dornschuhe hatte, ich glaube, irgendjemand hatte auch keine Schuhe mehr. Ihr habt alle keine Schuhe mehr. Ihr habt alle keine neuen Schuhe mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Hier, Dornschuhe wirft 7% des annullierten Schadens zurück. Boah. Ja, das könnten wir gebrauchen. So, oh Gott, ja, der hat mich. Ja klar, ist mir natürlich relativ früh aufgefallen jetzt, aber hab die ganze Zeit die erste Kampfmusik hier, ne? Weil ich ja Velvets Dingens ausgerüstet habe. Ist eine Kostüm. Ja, keine Ahnung, ich mag die Kampfmusik ein bisschen besser. Ja, vielleicht noch gleich wechseln oder irgendwie sowas. Boah, Junge. Alter. Mal einmal ein riskantes Treffen, ne? Und direkt geht alles den Bach runter. Ich sage, dass dir alles so schnell im Bach runtergeht, ey. Fällt mir gerade ein. Deshalb würde ich ein bisschen mehr hier wieder machen. Geh weg. Ja, schon am Anfang an irgendwie ja so geändert. Jetzt eure Dings ein, bitte. Wow. Nicht auch irgendwie Lähmungsschutz. Also einmal, boah, Junge, hat der mal aufhören, mich die ganze Zeit zu betäuben? Was ist denn hier los auf einmal? Junge. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Alter. Aua. Junge. Das ist Velvet K.O. Kann doch nicht wahr sein, ey. Alter. Könnt ihr mal aufhören, mich die ganze Zeit zu betäuben? Rückzug. Alter, was ist hier auf einmal los? Ich krieg gar nicht mehr die Kontrolle über den Kampf. Ich werde hier ununterbrochen hier betäubt. Wir sind ja mal los gewesen, ey. Was ist denn dieser Eimer hier?
Also wir jetzt alle Dingens. Ja gut. Also du so einmal irgendwie so einen Dingens reinkommen in so ein, wie nennt man das? Mal, werde ich ein einziges Mal von hinten angegriffen, ne? Und ich komme gar nicht mehr hier dazu, den Kampf hier auszugleichen. Das darf nicht wahr sein. Ja, voll unfair gewesen gerade. Ich kann mich den ganzen Tag darüber jetzt aufregen. Wird weiter. Wir gucken, ob hier irgendwo ein Speicherpunkt oder so ist. Alter. Oh, wie groß das Gebiet hier ist, ey. Komme ich doch nie durch. Weil wenn ich einmal frecke, muss ich ja überall noch mal durchrennen. Ja, die wahr sein, ey. Boah, jetzt weg, ey. Bin ich schon wieder. Aber vor allem, ich weiß jetzt schon, wie ich da oben sieht aus, könnte ein Sackgasse da kommen, ne? Ja, jetzt sehe ich auch gerade, da steht Labyrinth. Das macht grünes Labyrinth, da könnt ihr mir doch nicht antun, ey. Oh, jetzt sind wir schon wieder betreut. Jetzt geht es gleich schon wieder los. Ey, wir werden schon, also wir werden alle betäubt. Was geht denn hier auf einmal? Okay, nicht alle auf mich bitte. Danke. Oh, jemand fischen, ey. Wer, du lässt dich jetzt aufbetäuben, wie blöd. Alter, was ist ja auf einmal los? Ich habe jetzt schon seit 20 Minuten hier durchgegeben und hatte keine Probleme. Und jetzt kriege ich hier gar nichts mehr auf der Reihe. Das greift mich natürlich niemand an. Klar. Danke. Ja, ich war seine. Konter. Oh, Junge. Ich warte hier auf einmal los, ey. Oha. Oh Gott, ey. Ich hätte gern irgendwo einen Speicherpunkt, da wird mir langsam jetzt so gefährlich. Flori Fragment ausgezeichnet. Geht weg. Kein gefährliches Treffen, Mann. Kein und dann. Kein und dann. Ich habe das Gefühl, hier komme ich wieder zurück, ne? Ich komme jetzt nicht mehr zurück. Was? Boah, da ist schon wieder einer. Boah, ich habe den letzten nicht geschafft. Ich frage mich, ob ich den schaffe. Er ist wahrscheinlich wieder in der Nähe von der Goldruhe. Er ist irgendwie meistens so. Wird jetzt eigentlich meine, ja, schon sagen, ja, das ist das Schlimmste, was es geben kann. Wenn er nicht irgendwie mit der Expedition hier geschickt hat. Dann mache ich irgendwann so nachts auf und denke mir so, boah, nee, ich habe vergessen, die Expedition zu schicken. So. Vielleicht liegt es irgendwie an, an die Teamkonstellation. Ich habe so langsam das Gefühl. Seit ich irgendwie noch steuer und nicht mehr mit Eisen irgendwie den Kampf beginne, wird schwieriger geworden. Ah, kein Sinn, dabei ist doch Velvet hier voll überpowered. Weil mit dem Seelenmarscher von ihr. Aber von ihr die Angriffe irgendwie neu machen. Was? Ich wollte schon sagen. Noch schlaf da hinten. Das ist jetzt tot gewesen. Ja, nichts gelernt, gut. Zerstören. So, neben dem Boss ist wahrscheinlich eine Goldruhe. Ne? Das ist doch meistens so.
Blume wird mehr wohl bestimmt auf der Karte irgendwie. Leiden, da ist eine Bronzetruhe, dafür gehe ich jetzt nicht leiden. Aber ich muss ja irgendwo das blöde Ding ja an- und ausschalten. Ja, super. Zerstört. Ich suche jetzt, ich laufe jetzt hier noch so lange rum, sich einen Speicherpunkt finde, wird er wohl irgendwo hier noch auftauchen, ne? Der Bronzetruhe ist sowieso nichts Interessantes, die nehme ich jetzt auch noch mit hier. Hoch. Und das ist dann auch abzuwehren. Oh, jetzt haut er auch noch ab. Komm mal her. Oh, Schlitz, 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 Schlitz. Was? Oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ey, Junge. Rebel, meine ich. Komm her. So, gedrückt halten dann. Boah. Ja, das kann halt gedrückt halten, mich zu heilen. Boah, Junge. Muss mal ihre Angriff irgendwie umstellen, ey. Ja, weil wir bei so einem Schamballon-Dingen hier in der Nähe. Na, komm mal her, treffe ich euch alle, das wäre richtig gut. Mach ich euch alle kaputt, das wäre noch besser. Noch mal. Geh weg. Meiner. Aber abzuwehren, Mann. Jawohl. Das ist Papier. Okay. Mal langsam wird es ja. Dauert es echt lange, neue Sachen zu lernen. Also wieder offscreen machen, ja, kotzt mich an. Wir gehen immer 5 Minuten hier nach irgendeiner Training-Session flöten. Ich will mich nur sicher, wenn ich einen Speicherpunkt habe, also gib mir mal einen, bitte. Oder eine Silbertruhe, ja, warum nicht? Geh weg! Oh. Ja, das ist das Problem, wir fangen alle mit zwei Dingern an. Dann mache ich dich fertig, so. Hier gebe ich eine Dempsey-Rolle. Komm. Okay. Wir haben alle 0 Dingens. Stoß. Auch geil. Das kannst du treffen, ey. Kannst ja gar nichts machen. Aber ja. Wir alles gerade benutzen, was mir schwere kommt. Sehr gut. Das war einfach als gedacht. Ah, Schockwehr. Wer was gelernt, mal wieder was gelernt vom Burnt. So, Flammenwehr haben wir noch nicht. Dann haben wir auch keine große Auswahl gerade. Ist arge, wenn ich sehe, mache ich ja noch mehr. Hat sie nicht schon extrem viel? Nicht Ausrüstung oder so? Schockwehr. Drücken wieder ein. So, wie komme ich jetzt? Da unten ist das Ziel. Wie kann ich jetzt diese blöde Barriere kaputt hauen? Da, oh Gott. Da muss ich ja die ganze Zeit im Kreis laufen, habe ich so ein Gefühl. Ja, natürlich wieder. Es gibt bestimmt. Was? Was? Das heißt, er muss anbleiben. Was? Hä? Oh Gott, ey, tut mir das nicht an. Muss ich doch irgendwie wieder ausschalten können, ne? Kann man die blöde Barriere da nicht vorbei, das darf nicht wahr sein. Das wurde ein langer Part hier wieder. Oh Mann. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber hier sind wir reingekommen. Jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Ja, mal, da kann ich ja nicht lang. Ja.
von da kam ich. Ja, ich bin jetzt hier wahrscheinlich voll umsonst im Kreis gelaufen, ne? Müsste bestimmt irgendwie abmachen. Ja. Keine Ahnung, wie komme ich denn da hin, Mann? Oh, Labyrinth und Rätsel, ey, das ist, weiß ich nicht. Oh, die Höllenkombination für mich. War schon so eine beschissene Orientierung und dann auch noch Rätsel da reinpacken, ey. Ja, voll extrem Multitasking, ja. Verstanden. Ja. Wir sind so Blätter. Die werden halt, die sind ja da, da wurde schon angezeigt. Da ist da irgendwo, da. Hm. Sie könnt ihr halt nicht da Mini-Boss hier irgendwo hinpacken. So jetzt extra hier irgendwie so ein Schalter. Da bin ich schon wieder umsonst durch die Gegend gelaufen, geil. Bin ich sehr gut. Gut, wohin? Da rechts sieht irgendwie so aus, als wäre richtig, ne? Bin ich ja direkt runtergegangen oder so? Kann ich nicht durch. Nur da kann ich durch. Nee, doch. Ich soll jetzt gleich wieder richtig sein, ne? Geh weg! Alter! Oh, jemand, der mehr als Dings hat, ey. Boah, Junge! 3 Dinger kann ich ja nichts anfangen, jetzt. Boah, das hat mich nicht. Feuer. Ja, aber warum sind die eigentlich anfällig immer gegen Feuer? Gegen voll vielen Rollenspielen so. Haben wir auch nicht voll geheilt, Mann. Und da geht Magilo hin. Lass mal ein paar Leute hier kaputt, bevor ich die ableben. Okay. Weil wenn alles irgendwie aus dem Ruder läuft, ne, dann kann man sich auch voll schwer da wieder erholen, habe ich das Gefühl. So, komm her. Mach ich platt. Sehr. Vor allem, wenn sie ihre Dings einsetzt, bekomme ich immer wieder ein Ding zurück, weil sie dann die Gegner betäubt. Ein bisschen extrem. Warte mal hier. Ja, wahrscheinlich, das wollte ich gerade ansprechen, oder? Ich hoffe, es gibt ja irgendwann Gegner, irgendwie die so ein bisschen mehr Ausrüstungsdinger hier spendieren. So levelmäßig. So. Was macht er das jetzt? Wahrscheinlich jetzt an dem Ding dran, ne? Nö. Jetzt kann ich jetzt hier so runtergehen, super. Ja, ich möchte, wenn schon das ganze Labyrinth hier neben Part dann erledigen. Wenn man das auch erledigt. So, das ist gut, weil da muss ich nicht mehr hin. War schon mal abgehakt. So. Nach rechts geht's jetzt da weiter. Wer sagt ja? So, wenn ich jetzt hier runter springe, muss ich dann jetzt hier hin oder wie? Ja, oder? Da ist eine Katztruhe. Da hoffentlich ist gleich irgendwo ein Speicherpunkt, oder? Zerstören. Sein Katz gefunden, Schieberschwanz. Oh. Hab ich nicht mal Edna gegeben? Weiß ich gar nicht.
Wer seid ihr? Seid ihr Gegner oder seid ihr keine Gegner? Warum kommt ihr auf einmal zum Kampf? Warum ist so Level 11? Was? Keller, wie ist was? Als ob die normale Kampfmusik hier. So wie die in diesem Zeit bekommen würde. Okay. Sollte das jetzt? Warum haben wir die dann erledigt? Sehen wir echt so aus, als wären wir Dämonen? アイゼンの金貨のようにこのことどうちょう。アイゼン、お主は血の精霊じゃろ。何か感じるか。いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな。この前、地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。 Okay. Erfahrungspunkt 36. Bad. Oh, neuer Kochlevel. Also viele Punkte bekommen? Okay, vom Bosskämpfen bekommen wir bestimmt so viele Punkte, ne? 85. 71. Das A gewinnt durch Seelenbrecher, ja. Und Floridweste. Und sag mir, du hast noch irgendwas anderes zum Leveln. Nö. Ach man. Okay, das hat aber Lerngeschwindigkeit oder so. Und ich muss jemand anderen zum Kochen ja abstempeln. Eisen, ne? So nach der Reihe im Folge, in der ich die bekommen habe, die Charaktere. Warum geht hier langsam die Dings aus? Die Sachen. Oredana. Shinigami no Ryori. Tokuto ajiwau ga ii. Ach, zum Breitungsgeschick ist das genau. Gut, das sieht aber aus, als wäre da noch ein Gebiet dazwischen. Ja. Was sagen, solange es noch kein Rätsel ist, aber dann sehe ich dann schon direkt so eine Tür. Oh Gott. Alter, warum sind hier so viele Gegner? Kannst du bestimmt wunderbar trainieren, ne? Oh, Eisenkraut. Eisen hat Eisenkraut gefunden. Das ist irgendwie ironisch, weil sein Name Eisen ist, versteht ihr? Und da ist eine Goldtruhe. Gut, da ist was Ausrüstungsmäßiges drin, oder? Was Neues. Bitte eine Ding jetzt Cassandra Schärpe oder Cassandra Schärpe. Du bist so gut wie fertig mit deiner jetzigen, das ist sehr gut. Feuerangriffskraft. Nur ein Level mit dem Ding, geil. So. Okay. Was ist das jetzt gemacht? Ja, super, was war da irgendwie so ein Tor oder so? Habe ich jetzt nicht gesehen, weil darauf geachtet mehr oder weniger. So, ich erwarte immer noch einen Speicherpunkt. Oh, super, und zack, ich mache mal noch einen Kampf, damit Velvet auch ihre Dingens da, ihre Schärpe hochgelevelt bekommt. Komm, aber halt noch ganz schnell. Oh, geil. Dann machen wir ein bisschen hin, ey. Du Sack. Der eine sieht ein bisschen größer aus als die anderen. Oha. Oh mein Herr. Kannst du sagen, ich war eine Lady kaputt zu hauen, ey.
Ja, Velvets Seelenbrecher ist ein bisschen broken, ne? Also sie kann ihn einsetzen, eine Seele verballern, oder direkt zwei, ja, eine Seele dadurch verballern. Oh, Expedition ausgezeichnet. War schon so lange hier rumgesessen. Rahmenlose Brille. Oh, sehr gut. Dann haben wir hier auch alles, ne? Gut. Wir sind blöd, dass hier noch nicht alles ist. Gut. Also Speicherung. Ich bin zufrieden. Ja, sie tut mir ihren Seelenbrecher irgendwie eine Seele abziehen. Aber dann tut sie Gegner betäuben, weil sie einfach so verdammt stark ist während ihren Seelenbrecher. Und dann bekommt sie wieder eine Seele zurück, das ist auch voll überpowered. Aber egal. Fähigkeit gegen Untote. Ja. Kraft durch Seelenbrecher, als ob der nicht schon stark genug wäre. 389, 134. Die Fluorid-Sachen, die geben ein bisschen. Dauern nicht so lange zum Hochleveln. Ich meine, weil die anderen Sachen schwieriger zu erbeuten sind, ne? Wir waren auf den mittleren Schwierigkeiten oder so, sind die sehr viel schwieriger zu bekommen hier. So wie Drops von den Gegnern. Aber egal, ich würde dann sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.